Gut möglich, dass dies hier mein kürzestes Skriptvideo aller Zeiten wird. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Potterheads von nah und fern, hier zu einem neuen Skriptvideo zu den interessantesten Fragen in Bezug auf Harry Potter und die Wizarding World. Das heutige Thema bezieht sich auf die Frage, wie es Harry Potter geschafft hat, den Biss des Basilisken zu überleben, insbesondere ohne, dass der versteckte Horcrux in ihm zerstört wird. Gewiss wird der ein oder andere die Antwort darauf bereits kennen. Nichtsdestotrotz ist dies wohl ohne Zweifel die am häufigsten gestellte Frage, die jemals meinen Kanal Ducky LP erreicht hat. Und damit stehe ich offenbar nicht alleine, denn auch J.K. Rowling selbst hat sich bereits im Februar 2016 leicht genervt zu dieser Frage geäußert und darum gebeten, ihr diese Frage bitte nie wieder zu stellen. Umso besser, wenn ich es hier nochmal kurz und bündig für die Nachwelt festhalte. Solltet ihr also irgendwo mal jemanden in den Kommentaren sehen, der eben diese Frage hier stellt, könnt ihr besagter Person gerne dieses Video hier verlinken. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Doch kommen wir zur Sache. Als Harry Potter im zweiten Teil der Reihe alleine die Kammer des Schreckens betrat, um die Schwester seines besten Freundes zu retten, erwartete ihn dort nicht nur Lord Voldemort in Gestalt des Vergangenheits-Tom Riddle, sondern auch ein riesiger und vor allem tödlicher Basilisk, welcher einzig und allein auf Voldemorts Befehle reagierte und Harry ohne Umschweife angriff. Eine höchst brisante Situation, da der Basilisk zu den gefährlichsten Tierwesen der gesamten Wizarding World gehört. Ein Blick in seine gelben Augen reicht, um sofort tot umzufallen. Sein Gift tötet in Minuten Schnelle und selbst ein einfacher Biss dürfte wohl jeden Kopf problemlos von den Schultern trennen. Kurzum, der Basilisk hat die ZM-Gefahrenstufe XXXXX, sprich die höchstmögliche, definitiv verdient. Zwar konnte sich Harry am Anfang noch vom Basilisk retten, doch vor ihm fliehen war ein Ding der Unmöglichkeit. Erst als Fox, Dumbledores Phönix, der Szenerie beitrat und seinerseits den Basilisken attackierte, konnte so zumindest ein Teil seines Gefahrenpotenzials eingeschränkt werden, nachdem Fox dem Basilisken beide Augen auskratzte, was wiederum seinen tödlichen Blick annullierte und ihn darüber hinaus auch blind machte. Doch damit war Harry noch lange nicht aus dem Schneider, denn der Basilisk vermochte ihn immer noch zu hören und die Jagd ging weiter. Erst als Harry im sprechenden Hut, den Fox mitgebracht hatte, das sagenumwogene Schwert von Gryffindor fand, konnte er sich gegen die Riesenschlange wehren und in einem Akt großer Kühnheit stach Harry das Schwert tief in die Rachendecke des Basilisken. Eine Heldentat, die nach hinten losging, denn auch Harry erlitt eine tiefe Bisswunde. Und während der Basilisk gen Boden sank, merkte Harry immer stärker, wie ihn das Gift durchdrang, nachdem er den abgesplitterten Zahn des Basilisken aus seinem Arm zog. So viel zur Rahmenhandlung dieser Frage. Doch wie konnte Harry nun diesen Biss selbst mitsamt des Horcruxes in ihm überleben? Nun, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss man die Frage erstmal in zwei Teile halbieren, denn der Grund, warum Harry nicht gestorben ist und warum sein Horcrux intakt blieb, sind zwei verschiedene Begründungen. Von daher beginnen wir erstmal mit dem offensichtlicheren, nämlich wieso Harry selbst nicht starb. Dieser Umstand wurde bereits im Buch erklärt und hängt erneut mit Fox, dem Phönix, zusammen. Dessen Tränen haben eine sehr mächtige heilende Wirkung. So mächtig, dass sie selbst das Gift eines Basilisken behandeln können. Es war für Harry überlebenswichtig, dass Fox direkt vor Ort war, denn viel länger hätte er das Gift in seinem Körper nicht überlebt. Viel interessanter aber die Frage, wieso der Horcrux ebenfalls intakt blieb. Denn wie viele hier vermutlich wissen, gilt Basiliskengift als eines der ganz wenigen Substanzen, die dazu in der Lage sind, Horcruxe zu zerstören. Aus diesem Grund war auch das Schwert Gryffindors anschließend dazu imstande, eben weil es durch die Ermordung des Basilisken in dessen Gift getränkt wurde. Die Antwort ist folgende. Damit der Horcrux in einer Person oder in einem Lebewesen vernichtet wird, muss besagte Person oder Lebewesen getötet werden. So wie es auch im letzten Teil der Fall war, als sich Harry Voldemort gestellt hat und kurzzeitig durch diesen ermordet wurde. Aber Harry überlebte in der Kammer des Schreckens, dank Fox wohlgemerkt, was daneben auch den Horcrux instand hielt. Aus genau diesem Grund heißt es auch übrigens in der Prophezeiung, dass Harry sterben muss, denn ohne Harrys Tod stirbt auch nicht der Horcrux in ihm. Ich hoffe, ich konnte diese sehr populäre Frage damit zufriedenstellend beantworten. Sollte dem so sein, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einem Abo auf meinem Logo freuen. Sollten euch weitere spannende Themen einfallen, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!